6 Spieltage sind in der DEL 2 noch zu absolvieren. Aufgrund des anstehenden Doppelspieltags hat jedes Team aber nur noch 5 Gegner vor der Brust. Die Ravensburg Tower Stars treffen zweimal auf die Heilbronner Falken. Am Freitag zunächst auswärts, am kommenden Sonntag dann vor heimischen Rängen in der CHG Arena. Die Falken mussten am Dienstag aufgrund eines Nachholspiels ihren 3. Tabellenplatz an Frankfurt abgeben und sind jetzt 4. Das macht die Sache für die Tower Stars jedoch nicht einfacher. Die Punkte sind für die Tower Stars im Kampf um den so wichtigen Platz 6 außerordentlich wichtig. Der Druck ist nach den beiden letzten Niederlagen gegen Weißwasser und Bayreuth natürlich deutlich größer geworden. Harte Arbeit, Konzentration und mentale Stärke steht daher ganz oben auf der Agenda. Die Umsetzung hierfür begann bereits am Montag im Training. Ja, ich denke, der wichtige Punkt ist Vorbereitung. Das ist der erste Punkt in der Vorbereitung. Kommt nicht in den Morgen vor dem Spiel. Das kommt Montag, Dienstag, Mittwoch und Donnerstag vor das nächste Spiel am Freitag. Zweite Dinge ist Arbeit. Die Jungs müssen individuell, sie müssen arbeiten jeden Tag im Training, so kommt das Spiel. Wir haben versucht, uns auf die Basics zu konzentrieren. Ich glaube, das ist uns ganz gut gelungen. Wir hatten bisher eine gute Trainingswoche und deswegen bin ich sehr optimistisch, was morgen angeht. Leichte Spiele sucht man in der restlichen Hauptrunde natürlich vergeblich. Allzu weit wollen sich die Tower Stars auch nicht nach vorne lehnen. Weitaus wichtiger ist es, sich auf den nächsten Gegner Heilbronn zu konzentrieren. Und das ist schon ein ganz hartes Stück Arbeit. Hierzu nochmals Trainer Rich Jonomatz und Patrick Seifert. Jetzt ist ein Gut-Check für die Jungs. Und sie haben Vertrauen, sie müssen zusammenarbeiten und sie müssen, sagen in Englisch, Urgency zu spielen. Mit viel Selbstbewusstsein auf jeden Fall. Wir müssen auf jeden Fall aufpassen, dass sie ihr Vorcheck nicht entfalten können und müssen einfach nur hart dagegen halten. Tickets für das Heimspiel am Sonntag gibt es im Fanshop in der Marktstraße 41, allen Vorverkaufspartnern von Reservix, im Ticket-Webshop sowie ab 17 Uhr an der Abendkasse. Spielbeginn ist wie gewohnt an Sonntagen um 18.30 Uhr. Wie alle DEL2-Spiele werden auch die Duelle der Tower Stars gegen Heilbronn live von Spray TV übertragen.